Hallo. Aufgrund vieler Nachfragen möchte ich hier einmal die Unterschiede zwischen dem Schieferdino und dem Schieferdino Plus erläutern. Fangen wir mit dem Schieferdino an. Was kann der? Wir haben jetzt die Möglichkeit, gebrochen oder scharf zu schneiden von ein und derselben Seite. Wie mache ich das? Ich kann im oberen Bereich einen scharfen Schnitt und im unteren Bereich einen gebrochenen Schnitt ausführen. Das zeige ich jetzt mal. Das war ein scharfer Schnitt. Jetzt gehe ich in den unteren Bereich. Und habe hier einen gebrochenen Schnitt. Was kann der Schieferdino noch? Wir können im oberen Bereich gebrochen lochen. Und im unteren Bereich, das ist hier, können wir scharf lochen. Das ist der Schieferdino. Kommen wir zum Schieferdino Plus. Der Schieferdino Plus kann das gleiche wie der Schieferdino. Er hat nur eine Zusatzfunktion und die liegt hier oben in dem Schneiddorn. Mit dem Schneiddorn können wir eigentlich jede erdenkliche Form in den Schiefer bringen. Ich zeige einfach mal ein paar Ausschnitte. Ich mache mal einen Negativbogen. Ja, oder. Im Schiefer eine Ader gewesen. Ich nehme noch mal das andere. Was können wir noch? Wir können auch Ausschnitte aus der Platte herausnehmen. Ich kann mit dem Locher ein größeres Loch machen, so dass der Schneiddorn herüberpasst und kann jetzt aus der Platte herausschneiden. Das sind eigentlich die Unterschiede zwischen diesen beiden Geräten. Der Schieferdino Plus kann das, was der Schieferdino kann. Nur leider kann der Schieferdino nicht unbedingt das, was der Plus kann. Danke.